Ja, Halli, hallo, hier ist Manuela Chikwa von Herz Coaching und ich habe mich bereit erklärt, ohne viel nachzudenken, bei der 14 Tage Live Challenge von Katrin Luthi von Frauenbusiness mitzumachen, damit ich einfach so ein Stück weit einen Arschtritt kriege, täglich hier live zu gehen, und dir auch ein bisschen was über mich zu erzählen, damit du vielleicht aus dem, was ich zu erzählen habe, das eine oder andere mitnimmst. Und ich sehe, ich habe einen Live-Zuschauer. Halli, hallo, sag doch mal was in den Kommentaren. Dann, genau. Genau, die Frage heute ist, wer bin ich? Ja, wer bin ich eigentlich? So, als erstes würde ich vielleicht darauf antworten, Manuela Chikwa. Ich bin Mama von zwei tollen Kids, bin verheiratet, bin Diplom-Mathematikerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin, Bloggerin, keine Ahnung, also was dann alles für Titel da kommen mögen. Im Endeffekt, ich bin hier auf der Erde irgendwie auf meinem Weg, auf dem Weg, ja, das auf die Erde zu bringen, was ich mitgebracht habe, also die Gaben, die ich bekommen habe, die da vielleicht sind, dass ich gut zuhören kann, ich kann gut wertschätzen. Bei mir gibt es einen Raum, in dem du ganz du sein kannst und mit all deinen Schatten, mit all deinen hellen Seiten. Und meine Aufgabe ist es tatsächlich so, den ja, ein bisschen den Schleier, den dunklen Schleier von deinem Herzen zu entfernen, damit dein Licht leuchten kann. Ja, das hört sich ganz rosig an, ist es aber manchmal nicht, denn um den dunklen Schleier zu lösen, müssen wir ihn manchmal auch anschauen. Und das ist möglicherweise nicht ganz so angenehm, aber diese Freiheit und diese Befreiung, wo du danach spüren kannst, also wenn du dich deinen Schattenseiten oder deinem Schmerz gestellt hast, die Krise durchgestanden hast, diese Freiheit ist einfach unbezahlbar, dieses Gefühl, da jetzt wirklich frei zu sein. Genau, ich bin auch da selber noch auf dem Weg, also ich bin beileibe auch nicht perfekt, ich brauche auch immer noch mal einen Gartenzaun, wenn ich irgendwas nicht kapiere, so im Leben, dann gibt es halt Herausforderungen, denen ich mich gegenüber sehe, denen du dich wahrscheinlich auch gegenüber siehst, wo man sich schon manchmal fragt, was ist das hier eigentlich für ein Wahnsinn? Ja, und deswegen bin ich auch bemüht, oder was heißt bemüht? Ich versuche einfach, das Ganze mit Humor zu nehmen, denn mit Humor geht alles besser. Also mit Humor kannst du auch die beschissensten Erlebnisse in deinem Leben von der anderen Seite vielleicht auch anschauen, so dass du daraus wachsen kannst und ja, und dass du nicht ins Drama abgleitest, wie das ja dann manchmal passiert, dass wenn wir in der Krise sind, dass wir gar nichts mehr wahrnehmen, völlig ungeerdet und kopflos durch die Welt rennen und allen erzählen, wie schrecklich das alles ist. Und das ändert halt leider nichts. Also es geht manchmal innezuhalten und hinzuschauen und hinzuspüren auch, was ist jetzt eigentlich Sache, wo kann es hingehen, wie kann es leichter gehen und wie komme ich da wieder raus? Ja, oder wie kann ich das vielleicht sogar zu einer riesigen Chance nutzen, diese Herausforderung, die sich mir gerade stellt. Genau, und das ist auch meine Aufgabe, auch tatsächlich dir da auch einen Spiegel hinzuhalten oder dir zuzuhören und dir die richtigen Fragen zu stellen, damit du sehen kannst, ach ja, naja gut, wenn ich das jetzt so sehe, dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm, sondern ich kann daraus wachsen, ich kann was lernen, ich kann mich weiterentwickeln. Und genau das ist es ja vielleicht auch, warum wir hier sind. Dass wir hier sind, nicht um unbedingt geliebt zu werden von allen, sondern dass wir hier sind, um zu lieben und zu wachsen und zu lernen. Auch wenn es manchmal echt ätzend ist, dieses Lernen. Genau. Ja, was noch? Was kann ich noch über mich sagen? Ich liebe Chips leider. Ich mache Yoga in meiner Freizeit, um auch ein bisschen einen Ausgleich auch zu haben. Also auch ich gehe dann quasi wohin, wo
ich mir helfen lasse, in meine Mitte zu kommen. Genau, und ja, ich war immer schon ein bisschen anders, hat vielleicht für manche früher, falls jetzt jemand Zuschauer, früher ein bisschen arrogant gewirkt, war nicht so gemeint, möglicherweise, es war halt einfach, weil ich auch von innen raus eher der introvertierte Typ bin, dass ich so Menschenmengen, okay, kann man schon mal aushalten, geht schon mal, aber lieber nicht. Und dann auch auf Menschen zugehen, ach, Horror, ja. Ja. Ja, du denkst vielleicht, jetzt sitzt sie und macht Live-Videos, genau, weil ich habe ja auch in der Zwischenzeit ein bisschen an mir gearbeitet und Live-Video machen ist einfach so eine Herausforderung, die ist zwar mit Nervenkitzel verbunden, weil ich nie weiß, was wird sein, was werde ich sagen. Ich werde es mir vielleicht auch nicht nochmal anhören, was ich alles gesagt habe. Aber es ist einfach, ja, so ein Schritt immer raus aus der Komfortzone. So doof, wie das manchmal ist, aber so viel Spaß kann es auch machen. Und deswegen mache ich es mit Spaß, diese Challenge. Und lass mich selber von mir überraschen, was es alles zu erzählen gibt. Und ich sehe, jetzt habe ich schon zwei live, ein live dabei, wie auch immer. Freut mich auf jeden Fall, wenn du hier ein bisschen mich verfolgst, wenn du vielleicht auch mal bei den anderen schaust. Ich habe da über diese Hashtags und über die Seite kommst du auch zu den anderen, die da mitmachen bei dieser besonderen Challenge. Und genau, ganz spannend. Was gibt es noch vielleicht? Ja, meine Welt ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen größer als deine, denn in meiner Welt gar nicht, habe ich auch die Energieperspektive. Das heißt, ich sehe mir auch alles aus der Energieperspektive an, nicht nur von diesem materialistischen, ich glaube nur, was ich selber sehen kann, sondern, oder was ich anfassen kann, sondern auch, dass wir alle Energie sind und dass deshalb auch wir alle miteinander verbunden sind. Und ja, auch so, wenn wir uns blöd fühlen, dann kann es einfach eine Blockade auf Energieebene sein, die wir relativ einfach lösen können. Da habe ich eine Menge Tools dazu. Und genau, was kann man noch erzählen? Also ich bin ja die, die ein bisschen bekloppt ist. Also ich klopfe auch. Das Meridianklopfen ist zum Beispiel eine Methode, mit der man solche Blockaden gut lösen kann. Genau, und wenn du jetzt Lust hast, vielleicht da mehr zu erfahren über mich noch, dann schau doch gerne auf meiner Webseite vorbei. Da gibt es auch die Möglichkeit, ein kostenloses Gespräch mit mir zu reservieren für eine halbe Stunde, wo wir dann schauen, wenn wir zusammenarbeiten möchten, welche Möglichkeiten es für dich gibt. Denn normalerweise arbeite ich so ein halbes Jahr mit den Menschen mindestens zusammen, weil ich möchte niemanden nur zum Funktionieren bringen, sondern wirklich eine richtige Transformation. Und das braucht halt manchmal seine Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es auch die Möglichkeit aktuell, sich da so einen, ja, wie doch schon wie einen Energiekick zu holen in meinem kleinen Coaching-Paket, das heißt Herz Coaching Start. Da kannst du eben dich 4 Wochen begleiten lassen. Aber diese 4 Wochen sind sehr intensiv. Das heißt, wenn du sagst, ich will jetzt ein bestimmtes Thema angehen, wäre das eine Einstiegsmöglichkeit, die für dich leicht möglich wäre. Auch da schau einfach auf meine Webseite. Da findest du jetzt dann irgendwann den Link. Den muss ich noch online stellen. Aber egal. Na gut, in diesem Sinne habe ich schon, wie lange habe ich schon? 10 Minuten, wie auch immer. Wünsche ich dir einen tollen Tag und ja, bis morgen. Wir oder ich gehe morgen wieder live hier. Mach's gut. Ciao.